Ok, ok. So. Also alle Arme hier. So. Alle auf einmal waren jetzt hier plötzlich aktiv. Den auch erledigt, ohne dass was passiert ist, umso besser. So, das war der erste von diesen großen. Oh, ein Heiltrank. Ja, das Schwert brauche ich nicht. Noch ein Schwert. Will ich auch nicht haben. Handschuhe will ich auch nicht haben. Auch wenn die sicherlich bei der Kälte gar nicht mal so schlecht werden. Ich meine, müssen noch abfrieren die Hände hier oder nicht? Ich meine ja nur. Schwert? Mein Inventar ist voll. Hättest du auf mich gehört, wäre das nicht passiert. Was haben wir denn hier? 30. Dann machen wir den mal das mal raus, den Bogen. Nehmen wir das Schwert mal mit. 28. Na, nicht wirklich viel besser. Heiltrank, ja, wunderbar. Ja, mal kurz hier den Mana-Trank mitnehmen. So. Haben wir hier aufgeräumt. Haben wir den ersten von diesen Eisriesen erledigt. Wo sind wir jetzt hier an Prozent? 61% vom nächsten Level. Die nächste Stufe heißt es ja hier, ich weiß, tut mir leid. Ja. Ja. Das war gar nicht mal so schlecht. Haben wir gut erledigt, ohne dass was passiert ist. Ja, mal zu diesem Stein gehen und gucken. Da kriegen wir sowieso eine Lebensenergie wieder aufgefüllt. Wenn nicht mal was, können dann überhaupt fallen und dann das nehmen, auch egal. Runenstein. Der einzige Pass sind wir jetzt. Der einzige Pass ist seit jeher die Heimat von Eiswölfen und anderen gefährlichen Wesen. Es heißt, manche von ihnen können Menschen mit ihren Atem gefrieren lassen. Ja, haben wir übel schon erfahren müssen. War nicht sehr angenehm. Gehen wir mal kurz hier runter. Hier haben wir schon vorhin aufgeräumt. Um mal ein bisschen hier um zu gucken, was hier so ist. Ach, da ist wieder ein großer dabei. Er macht nämlich die Krähe. Vorsicht! So. Wieder, dass sie ziemlich. Also, viel zu viel Schaden machen, ey, diese Gargoyles. Ist ja krass. Ja. Ja, mal den. Ah, der ist nun gar nicht aufmerksam geworden. So, Eiselementar. Wird Zeit, aber den mal erledigen. Auch ganz schön großes Vieh. Aber der ist offenbar nicht so besonders wie dieser andere Eisriese, auch wenn er auch aus Eis besteht. Ach, aber der ist halt auch ein Riese aus Eis, ne? Pass auf! Ey, der trifft uns ja immer. Der trifft auch immer. Der trifft uns auch immer. Oh, blöd. Gerade rechtzeitig erwischt. Ja. Ja. Mal schnell erledigen hier. Kommt der nächste? Also hier ist das doch deutlich schwieriger schon geworden, das Spiel.
Ist hier noch was? Ja doch, irgendwas ist doch hier. Muss doch was sein, ne? Sonst ist doch nicht ohne Grund irgendwas. So, können wir natürlich hier nochmal hin. Ah, ich wollte nur einmal drauf drücken, aber hat er sofort ausgelöst. Naja, egal. So, jetzt geht's mal weiter gucken, wo müssen wir denn lang? Da müssen wir nach Norden, ne? Aber wird gar nicht angezeigt. Was ist los? Naja, wir finden ja den Weg schon irgendwie. Die sind ganz schön gefährlich, diese Gargoyles. Diese Eisgargoyles. Ah, nur Krähen, aber trotzdem immer weggelockt. Oh, cool, nehme ich auch wieder mit. Mann, hier. Mal außen lang. Ja. Oh, da ist was Größeres dabei. Hoppla. Da ist wieder einer von denen. Jarek. Aua. Ja. Wir haben wieder vollkommen erwischt. Ey, der trifft uns auch immer, ey. Immer. Kann man daneben. So. Jetzt mal nicht. Wir waren eigentlich schon vorbei, ne? Und trotzdem wurden wir dann erledigt. Immer zurückgeschleudert. Der trifft uns immer. Das gibt's doch gar nicht. Das gibt's doch gar nicht. Wir treffen ihn nicht, obwohl er viel größer ist. Na, können wir diesen Finishing Move mal in 3D sehen? Interessant. Interessant war das jetzt mal wieder so ein Finishing Move in 3D. Na? Alt Wolf. War der zweite von denen. Da. Eine Robe. Was hier? Gold. Haben wir auch schon über ein paar tausend Fälle hier. Haben wir schon 1000 verdient. War das ein Amulett? Ah. Mal gucken. Mal gucken, was ist denn die Frage? Natürlich, was für ein Amulett war das denn jetzt hier? Das Erzmagiers Amulett der Hitze. Erhöhter Feuerzauberschaden 80%. Sind die Feuerschaden 1 bis 2. Ja, gar nicht mal so schlecht Feuerschaden. Und dann verlieren wir aber mehr Stärke. Das heißt, wir machen mega Schaden. Das ist noch nicht so gut. Mana-Trank. Können wir nehmen, wenn wir wollen. Haben wir genug hier rumliegen. So. Haben den zweiten erledigt von den Brüdern. Gut, bleibt noch einer. Interessant, dass er dann plötzlich in 3D-Perspektive wechselt. Ja, das sind immer besondere Gegner, die auch besonders eingeflochten sind im Spiel. Bei anderen haben wir irgendwie mal die Gegner, die einen Namen haben, aber keinen besonderen halt, Nutzen haben. Aber da hat man extra entsprechende Szene gehabt. Hatte man aber damals bei dem König auch nicht. Hallo. Danke, ja. Alle drei auf einmal, naja. War nicht so schlimm. Ich hab mal schon. Ah ja, voll Mana. Oh, guck mal. Ein Heiltrank ist er sogar. So. Okay. Wo wir lang? Keine Ahnung. Hier ist doch hier sicherlich was. Ja, tatsächlich. Oh. Mana-Trank. Können wir mal mitnehmen.
Ja, Mana habe ich aufgefüllt. So wieder besser aus. Was ist das denn wieder da? Ganzes Lager voll. Komm mal her! Ah, super. Oh, das war jetzt ein bisschen zu viel. Oder sind nur die drei Wölfe? Na gut, dann. So. Ja. Super. Habe ich noch mal ein paar weggeräumt, würde ich meinen. Schreiben wir den mal an hier. Ach, der ist einer von denen. So. Amulett. Suchen das Amulett der Abwehr. Chance, Sachen zu finden 1%. Erlittener Schaden minus 8%. Ja, auch nicht mal so übel wäre das eigentlich, ne? Aber. Ich behalte das mal. Ming. Auf alle Talente plus 1, Stärke plus 13. Nicht so der Hammer. Boah. Noch ein paar Tränke hier sammeln. Haben wir hier? Kamdur Rasnars Tier. Rasnar der Orkjäger. Na, gucken wir mal, ob wir irgendwas machen können. Hallo? Ah, gehen beide auf uns drauf. Gehen beide auf uns drauf und mal gucken. Ob wir irgendwie schaffen können, die auseinanderzuziehen. Um uns immer in Ruhe um dieses Tier zu kümmern. Aber ich glaube, dass. Doch, der dreht ab. Wir wollen immer um das Tier kümmern. Hat es auch gelohnt, einmal sich zurückzuziehen? Alter, der macht doch über den Schaden her. Pass auf! Alter! Ah? Komm schon! Und was für welche? Ich schätze, deine alten Latschen haben ausgedient. Das kann ich nicht auch noch tragen. Ja, der ist wirklich besser. Stabile Panzerschuhe der Entspannung. Rüstung 70, Rüstung plus 13 und Lebensregeneration. Oh, das wollte ich immer haben. Naja, aber das hat ziemlich lange gedauert. Ah, aber naja, besser als haben oder nicht haben, ne? Kann man vielleicht das Leben retten irgendwann. So. Mich hier ziemlich voll. Mal gucken, können wir wieder was wegwerfen. 28. Aber nicht hier. Nicht da wegwerfen, wo wir was aufsammeln wollen. Sonst verlieren wir den Überblick. Was haben wir hier für einen Helm? 116. Was war der, ne? Der ist auch nicht so gut. Was haben wir hier für Lederschuhe? Stabile Lederschuhe des Wolfs. Naja. Auch nicht so gut. Also letztendlich hat sich das gar nicht gelohnt hier. Da brauche ich nicht mal. Da gehe ich jetzt nochmal zu dem Stein. Kann ich ja gleich mal einen Mana auffüllen. Habe ich mal Rasnars Tier erledigt. Ich will nur den Orkjäger selbst erledigen. Da könnte man meinen, das wäre eigentlich ein Freund. Ich meine, der Feind meines Feindes und so, aber hoffentlich nicht. So, jetzt haben wir Rasnars Tier erledigt. Der hat sogar schon ordentlich gefährlich. Oh, taucht er wieder auf. Wäre natürlich ganz blöd. Dann können wir Erfahrungspunkte sammeln, ne? Immer wieder gegen ihn antreten, aber. Wo ist Rasnar? Der ist wieder zurückgegangen. So, da ist er. Rasnar der Orkjäger.
Das hier ist wirklich. Das hier ist aber gefährlicher, ja? Hey, die Rüstung hier sieht aus, als hätte sie genau deine Größe. Der war so gefährlicher. Das hier war so gefährlich. Oh, ein Schild. Panzerung. Oh, stabile Panzerung des Glanzes. Rüstung 258. Rüstung plus 14%. Resistenz gegen Magie 15. Ja, die ist doch immer deutlich besser. Und sieht doch mal ganz nach neuem aus. Kann man die wohl wegschmeißen. Ach, ich schätze, ich sollte mal wieder etwas von dem ganzen Kram verkaufen. Die wollte ich auch noch gar nicht haben. Ist zwar sicherlich auch spannend, so ein Hammer, aber ich will einmal das Schild angucken. So. Was hat das? Bitte was? 420? Mana-Regeneration 50%. Alter! Das ist doppelt so gut. Das ist ja krass. Der ist richtig gut ausgerüstet, der Typ. Kann man das so wegschmeißen? So, hier sind wir auch mit dem Zweihandhammer. 32,6 ist nicht so berangt. Aber komm, nie mehr weg, nie mehr weg. Ich kann nicht. Ja, das soll's ja auch nicht. Das war also Rassner. Der Orkjäger war nicht so gefährlich wie ein Tier. Der wahrscheinlich hat das so ganze Arbeit gemacht. Er hat so ganzen Lohn eingestrichen. Komm her, kommt her. Ich hab ein bisschen besser beschützt hier. Ja. Also schon mal eine Ausrüstung nach meinem Geschmack. Hallo. Ja. Ja, cool. Ja, ist cool, wie die dann warten, bis der Blitz eingeschlagen ist. Schlachthammer. Ja, mal gucken. Ja, komm mal, ein bisschen Platz. Warte mal. 39, ne? Auch nicht mal so schlecht. Können wir die Schwäche wieder wegwerfen? 42, 32,6 ist nicht so, ne? Ja, die ist doch schlechter. Der hatte zwar eine gute Sachen dabei, aber hätten wir mal gucken. Stufe 21 sind wir jetzt. Geschicklichkeit, Konzentration und Intelligenz. 25, 25, 27, 8, 26. Also irgendwie stimmt das immer so ein bisschen. Ach, wie gesagt, haben wir da zu viele Gedanken, glaube ich.